In diesem Video stellen wir die Vagusnervstimulation vor. Diese Behandlung bieten wir in unserem neuen Zentrum für therapieresistente Depressionen am LVR-Klinikum Essen an. Die Vagusnervstimulation eignet sich für Patientinnen und Patienten mit chronischen therapieresistenten Depressionen, bei denen weder Medikamente noch Psychotherapie die Symptome wesentlich bessern konnten. Das System selbst besteht zum einen aus einem schrittmacherähnlichen Generator, der unter dem Schlüsselbein unter die Haut eingepflanzt wird. Zum anderen besteht es aus mit ihm durch ein Kabel verbundenen Elektroden, welche intermittierend den linken Vagusnerv stimulieren. Diese Impulse werden dann über diesen an das Gehirn weitergeleitet. Diese Stimulation des linken Vagusnervs führt nun im Gehirn zur Modulation von Hirnstrukturen, zum Knüpfen neuer Nervenverbindungen und zur veränderten Ausschüttung von Neurotransmittern. Durch die resultierenden Veränderungen im Gehirn können Depressionen schließlich drastisch reduziert werden. Wie funktioniert die Vagusnervstimulation oder kurz VNS-Therapie? Sie haben vorab in dem kurzen Video schon gesehen, wie das dieser kleine Generator, das ist das Herzstück quasi, um den es geht, wie der in Position kommt mit Hilfe der Kollegen der Neurochirurgie, die sowohl den Generator einbauen als auch eben diesen kleinen Draht, der dann am Hals entlang zu einem körpereigenen Nerven läuft, dort um den Nerven drum gewickelt wird, sodass dann eben die Energie, die Impulse vom Generator über das Kabel auf den Nerven übertragen werden kann und dann die körpereigenen Strukturen nutzen und deswegen ganz schonend in den Kopf weitergeleitet werden kann, wo dann die Signale an den Ort des Geschehens kommen und gezielt die Depression behandeln können. Stellen Sie sich das so vor, das Gerät, wie gesagt, ist unterhalb meines Schlüsselbeins implantiert. Ich mime den Patienten, ich simuliere den Patienten und wir sitzen jetzt dann in der Sprechstunde zusammen, wie auch derjenige, diejenige, die eben dann mit zur VNS-Therapie zur Sprechstunde zu uns kommen würde. Genau, und in der Sprechstunde ist es nun möglich, mit Hilfe dieser beiden Gerätschaften, nämlich dem sogenannten Programmierstab, der per Bluetooth mit einem Tablet verbunden ist, dieses Gerät, also quasi den Generator zu programmieren und Werte der Stimulation zu verändern. Halte dann quasi den Programmierstab an den Generator, den müssen Sie sich natürlich jetzt unter der Haut implantiert vorstellen, und dann liest das Gerät die Daten aus dem Generator aus, dann werden die hier auf dem Tablet angezeigt und dann kann ich auch die Daten mir aufrufen und auch entsprechend editieren. Und wenn ich die editiert habe, zum Beispiel die Stromstärke erhöht habe, dann muss ich das quasi hier am Tablet bestätigen und dann werden diese Daten auf den Generator aufgespielt. Und sodass dann die veränderte Stromstärke quasi über diesen Generator wirken kann am Nervus vagus. Wie ist es von Seiten der Verträglichkeit? Wir reden hier über ganz geringe Stromstärken, 0,25 Milliampere kommt dadurch zustande, weil natürlich der Kontakt zwischen Elektrode und Nerv ganz direkt ist. Insofern kommen wir damit ganz geringe Stromstärken noch aus. Ich hoffe, es ist uns gelungen, Ihnen dieses Verfahren ein bisschen näher zu bringen, dass Sie sich nun auch vorstellen können, wie ist das installiert, wie wirkt die Therapie, wie läuft auch dann der Termin bei uns in der Sprechstunde ab. Und wenn Fragen sind, melden Sie sich gerne bei uns. Genau, unsere Kontaktdaten sind dann auch unter dem Video verlinkt, sodass Sie sie ganz einfach finden können.